Vivara ist Europas führender Garten-Naturspezialist. Wir begannen in unseren ersten Tagen mit der Erforschung und dem Verkauf von einer kleinen Auswahl Saatgut für Wildvögel. Mit dem zunehmenden Bewusstsein für die Vorteile der Fütterung von Gartenvögeln und der Pflege von Wildtieren sind wir auch gewachsen. Vivara war maßgeblich für das Wachstum des Naturschutzproduktemarktes verantwortlich. Durch Forschung und Zusammenarbeit mit Naturschutzpartnern hat das Angebot an Vogelfutter und Naturschutzprodukten im Laufe der Jahre erheblich zugenommen. Mittlerweile werden mehr als 80 Wildvogelarten in Gärten gefüttert. Viel verglichen mit den 18 Stück, als wir vor 30 Jahren mit unserer Forschung begannen. Wir sind stolz darauf, Marktführer bei Forschung, Design und Entwicklung von Premium-Naturschutzprodukten zu sein. Aber warum füttern wir Gartenvögel? Die meisten Vogelarten sind seit den 70er Jahren infolge von Umweltveränderungen, wie zum Beispiel reduziertem natürlichem Lebensraum, intensiven Anbaumethoden, Klimawandel und Umweltverschmutzung zurückgegangen. Wir dürfen nicht übersehen, dass die Fütterung der Vögel nicht nur für sie gut ist. Wir profitieren auch davon. Viele Menschen genießen das Vergnügen und die Zufriedenheit, wenn sie beobachten können, wie Vögel die verschiedenen Futterstellen besuchen. Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass man Vögel nur im Winter füttern sollte. Eigentlich profitieren ihre Gartenvögel das ganze Jahr über mit ihrer Unterstützung. Und je breiter die Auswahl an qualitativ hochwertiger Nahrung ist, desto mehr Arten locken sie an. Ihr Garten wird für Vögel attraktiver, wenn sie sowohl ihren Hunger als auch ihren Durst stillen können. Daher bieten ihnen die Bereitstellung von frischem Wasser nicht nur eine Trinkwelle, sondern auch die Möglichkeit zu baden und die Federn sauber zu halten. Folgen Sie unseren 5 Schritten, um mehr Wildtiere in Ihren Garten zu locken. Futtermittel, ausreichend Wasser, Nistkästen, Pflanzen und Insekten, weitere Wildtiere. Die Mehrzahl unserer Futtersysteme wurde von unserem eigenen Ornithologenteam entwickelt und getestet, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen ihrer Gartenvögel entsprechen. Unsere einzigartigen Sitzringe erlauben es zum Beispiel, dass Vögel in ihrer natürlichen Haltung mit dem Kopf nach vorne Futter aufnehmen können. Dadurch können sie nach Raubtieren Ausschau halten und bei der Nahrungsaufnahme sicher bleiben. Jeder Vogel hat eine andere Vorliebe, wenn es um die Auswahl von Futter geht. Und ob es von einem hängenden Futterhaus, einer Futtersäule oder einem Futtertisch angeboten wird. Da die verschiedenen Vogelarten unterschiedliches Futter bevorzugen, gilt, je mehr Auswahl an Futter sie anbieten, desto mehr Vögel werden sie anziehen. Wussten Sie zum Beispiel, dass Rotkehlchen Mehlwürmer lieben, Stieglitze Nigersamen und Blaumeisen eine Leidenschaft für Sonnenblumenkerne haben? Gartenvögel brauchen bei ihren täglichen Aktivitäten viel Energie. Nahrungsmittel, die reich an Fetten und Ölen sind, enthalten einen hohen Kaloriengehalt. Diese Kalorien liefern ihnen die Energie, die sie benötigen, um zu brüten, zu überleben und gut durch das Jahr zu kommen. Während viele von uns gerne die kleineren Vögel in unserem Garten füttern, können Eichhörnchen und größere Vögel unerwünschte Gäste sein. Futtersysteme mit speziell entwickelten Käfigen ermöglichen es kleineren Vögeln in Ruhe zu fressen, während größere Vögel und Eichhörnchen in Schach gehalten werden. Ob Sie einen traditionellen Landhausgarten oder einen kompakten Stadtraum haben, es gibt viele verschiedene Arten von Systemen und Futter, die Ihnen helfen, mehr Vögel in Ihren Garten zu locken. Fenstervorrichtungen lassen Sie Ihren Gartenvögel hautnah erleben und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Neben traditionellen Futtersystemen können Sie auch hängende Systeme für ausgewogene Energiekuchen hinzufügen, die eine Vielzahl von Gartenvögeln ansprechen und ihnen helfen, neue Arten in ihren Garten zu locken. Unsere beliebte Erdnussbutter für Vögel ist die neueste Innovation in der Vogelfütterung. Sie werden in praktischen Gläsern geliefert und können in speziellen Erdnussbutterglashaltern oder auf einen Futtertisch gestellt werden. Geben Sie den Vögeln niemals Erdnussbutter, die für den menschlichen Verzehr bestimmt ist. Sie enthält schädliche Inhaltsstoffe, insbesondere zu hohe Salzgehalte.
Normale Erdnussbutter enthält auch geröstete Erdnüsse, die weniger Nährstoffe enthalten und für Vögel weniger schmackhaft sind. Meisenknödel sind ein traditionelles preiswertes Vogelfutter und sind in verschiedenen Größen und Geschmacksrichtungen erhältlich. Vermeiden Sie das Füttern von Meisenknödeln oder anderen Vogelfuttermitteln in Netzbeuteln, da diese für Vögel schädlich sein können. Verwenden Sie stattdessen spezielle Futtersysteme, mitgelieferte Kordeln oder platzieren Sie sie auf dem Boden oder auf einem Futtertisch. Gefüllte Kokosnussschalen sind ein weiterer beliebter Weg, Ihren Gartenvögeln ein energiegeladenes Festmahl zu bieten und dabei eine natürliche Ästhetik zu erhalten. Die Kokosnussschalen sind mit einem äußerst nährstoffreichen Mischfutter gefüllt und sprechen eine große Auswahl an Gartenvögeln an, darunter Rotkehlchen, Amseln und Mitglieder der Meisenfamilie. Mehlwürmer sind das ganze Jahr über eine wichtige Proteinquelle. Das Füttern von Lebendfutter hilft Ihren Gartenvögeln, wenn natürliche Nahrungsquellen knapp sind. Wenn Sie kein Fan von Lebendfutter sind, sind auch getrocknete Mehlwürmer, wie hier zu sehen, ein beliebter Genuss. Das Angebot an sauberem, frischem Wasser zum Trinken und Baden ist das ganze Jahr über wichtig, insbesondere für Vögel, die sich von trockenem Saatgut ernähren. Vögel sind beim Baden sehr anfällig. Vermeiden Sie es daher, das Bad in die Nähe von Verstecke zu stellen, wo eine Katze lauern könnte. Es ist jedoch immer eine gute Idee, eine Erhöhung in der Nähe zu haben, wie zum Beispiel hohe Büsche oder Äste, sodass im Falle eines Raubtierangriffs eine Zuflucht vorhanden ist. Stellen Sie sicher, dass die Vogelbäder sauber gehalten und mit frischem Wasser versorgt werden. Verwenden Sie keine Chemikalien zum Reinigen von Vogelbädern oder zum Verhindern des Einfrierens, da diese selbst in kleinen Mengen für die Tierwelt schädlich sein können. Auch im Winter nutzen Vögel regelmäßig Wasserbäder. Daher ist es wichtig, diese das ganze Jahr über aufzustellen. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sind die natürlichen Wasserquellen knapp. Halten Sie die Vogelbäder frei, indem Sie sie jeden Abend nach Sonnenuntergang leeren, um ein Einfrieren in der Nacht zu verhindern. Das Aufhängen eines Nistkastens in Ihrem Garten ist eine großartige Möglichkeit, Ihren Vögeln dabei zu helfen, geeignete Nistplätze in unserer aufgeräumten, überbewirtschafteten Landschaft zu finden. Dies gilt insbesondere häufig für Arten, die es vorziehen, in Baumhöhlen zu nisten. Nistkästen gibt es in verschiedenen Formen, Größen und Materialien, um den Bedürfnissen verschiedener Arten gerecht zu werden. Die Lochgröße ist die Hauptmethode, um zu selektieren, welche Vögel in Ihren Garten ziehen werden. Unsere Woodstone-Nistkästen bestehen aus einer Kombination aus Beton und Holzfasern und bieten zahlreiche Vorteile, darunter eine bessere Isolierung und einen besseren Bruterfolg für Ihre Gartenvögel, als zum Beispiel traditionelle Holznistkästen. Das Aufstellen eines Nistkastens ist äußerst lohnend. Wenn Sie die Eltern beobachten können, wie sie im Laufe des Frühlings ihre Brut füttern, bevor die Jungen das Nest verlassen und lernen, selbstständig zu leben. Sicherungsschilder für Nistkästen sind eine nützliche Ergänzung, da sie verhindern, dass Eichhörnchen und andere Raubtiere das Loch vergrößern und die Küken darin erreichen. Nistkästen müssen nur einmal im Jahr, im Spätherbst, gereinigt werden. Seien Sie jedoch absolut sicher, dass die Bewohner den Nistkasten vor dem Öffnen verlassen haben. Entfernen Sie zur Reinigung das alte Nistmaterial und spülen Sie den Kasten mit kochendem Wasser aus. Sie können ein Reinigungsmittel verwenden, stellen Sie jedoch sicher, dass es für Wildtiere geeignet ist und spülen Sie den Kasten nach der Reinigung gründlich aus. Achten Sie bei der Auswahl eines Nistkastens darauf, dass dieser aus hochwertigen Materialien hergestellt wurde, um Ihren Gartenvögeln das beste Zuhause zu bieten. Insekten sind in der Natur und deshalb auch in Ihrem Garten unverzichtbar. Marienkäfer und Flurfliegen werden Ihnen helfen, Läuse zu bekämpfen, während Bienen, Schmetterlinge und Schwebfliegen unermüdlich Blumen und Fruchtblüten bestäuben. Schmetterlinge sind eine willkommene Bereicherung für jeden Garten und zu beobachten, wie sie sich von einer Raupe zu einer Puppe entwickeln, bevor sie zu einem schönen Schmetterling wird, ist eine der größten Freuden des Lebens. Wenn Sie viele nektarreiche Blumen für Ihren Garten auswählen, erhöhen Sie auf natürliche Weise die Anzahl dieser nützlichen Insekten. Fügen Sie Ihrem Garten Insektenhäuser hinzu, um eine größere Vielfalt an Insekten anzulocken und sie zum Bleiben zu animieren. Unsere Gärten sind ein Paradies für eine Vielzahl von Wildtieren auf der Suche nach Nahrung und Schutz.
Zunehmend finden wir Eichhörnchen, Igel, Fledermäuse und Amphibien in unserer Nähe. Ein gesunder Garten hat eine große Vielfalt an Wildtieren, die alle zur Schaffung eines ausgewogenen Ökosystems beitragen. Machen Sie Ihren Garten für Wildtiere zugänglich, indem Sie Lücken unter Zäunen und kleine Löcher unter Hecken lassen. Sie können auch einen Bereich Ihres Gartens mit langem Gras, Holzhaufen und Blättern verwildern lassen, um natürlichen Schutz zu bieten. Jeder Teich, ganz gleich, ob es sich um eine schlammige Pfütze oder um einen Wildwasserteich handelt, wird eine Vielzahl von Wildtieren anlocken, darunter Frösche und Kröten. Beides sind hervorragende Gartengäste, da sie viele Käfer, Schnecken und Nacktschnecken fressen. Um das beste Futter, die besten Futtersysteme und Nistkästen auszuwählen und sicherzustellen, dass sie den Bedürfnissen Ihrer Gartenbesucher voll und ganz entsprechen, wählen Sie ein hochwertiges Produkt eines Spezialisten, damit Sie mehr Leben in Ihren Garten bringen.